Ihr hört Radio Kanal K, immer mit der aktuellsten Musik aus eurem. Anders und abwechslungsreiches, non-kommerzielle Radio Kanal K spielt Musik, die man sonst nicht hört. Jetzt haben vier grosse Plattenfirmen eine Zusammenarbeit mit ihnen gestrichen, weil sie schlicht nicht können zahlen. Die Auswirkungen auf das Programm, aber auch auf junge Schweizer Künstler sind gross. Es gibt oft genug Beispiele von Bands, die wirklich ganz klein angefangen haben. Die haben in kleinen Clubs gespielt. Die haben irgendwie eben bei den Lokalradios vielleicht angefangen, Airplay zu bekommen. Und sind dann immer größer und größer geworden. Ich meine, das wird denen natürlich jetzt entzogen. Die grossen Plattenlabels EMI, Universal, Sony und Warner wollen den Radios ihre Neuerscheinungen nicht mehr kostenlos zur Verfügung stellen. Die Kosten, 3'000 bis 4'000 Franken pro Jahr, sind für viele kleine Stationen zu teuer. Für sie setzt sich jetzt der Solothurner Musikproduzent Chris von Rohr ein. Seine Kritik setzt aber nicht bei den Plattenmultis an, sondern bei der Verteilung der Rundfunkgebühren. Man muss einfach sehen, dass das Ganze ganz klar eine Folge ist von einer komplett verfaulten Monopolmedienpolitik, wo die Kleinen quasi nur pro Samen bis nichts bekommen und die Grossen, sprich die Staatlichen, haben einen riesen Milliardenkuchen. Kanal K hat sich ein breites Musikspektrum auf die Fahne geschrieben, aber trotzdem Archiv von rund 30'000 CDs. Ohne die Musik der grossen Plattenfirmen fehlt ihnen rund ein Drittel der Neuerscheinungen. Es ist immer schlecht, weil es wird auf dem Rücken der Kleinen ausgetragen. Das betrifft nachher auch kleine Musiker, die die Gelegenheit nicht mehr haben, sich zu verbreiten. Ohne die Unterstützung der grossen Musiklabels sind die Kleinen also gerade doppelt bestraft. Den non-kommerziellen Radios fehlt Musik und den unbekannten Musikern die Plattform.